Ist Anna und heute erzähle ich euch, wie man eine gute Wasser zu Hause selber machen kann. Trinkwasser, die für Menschen geeignet ist, muss sauber, basisch, lebendig und strukturiert sein. Was heißt ein strukturiertes Wasser? Einige von euch haben bestimmt schon etwas über japanische Wasserforscher Dr. Masaru Yamamoto gehört. Er hat experimentell bewiesen, dass Wasser verschiedene Informationen aufnehmen kann. Dabei verändert sich ihre Struktur. Das können alle möglichen Informationen sein. In Form von Musik, von Wörtern, von Bildern, von Strahlungen, von Licht. Auf diesem Bild sehen Sie, wie Wasser reagiert auf Wort Dummkopf. Dann haben wir in die Mitte eine schöne sechseckige Kristall aus Gletscher in Neuseeland. Und rechte Bild zeigt perfekte Kristall bei Wörtern Liebe und Dankbarkeit. Das ist übrigens der schönste Kristall, was ein Wasser nur bilden kann. Diese gespeicherten Informationen kann Wasser auch übertragen. Deswegen ist wichtig für uns, eine gut strukturierte Wasser zu trinken, die gute Informationen mit sich bringt, als erstens. Und zweitens, wir sind Wasser, wir bestehen aus Wasser. Unsere Zellen, Zellenzwischenflüssigkeit und viele, viele Sekrete in unserem Körper bestehen fast zu 99% aus Wasser. Deswegen ist auch wichtig, dass wir unsere Körper regelmäßig reinigen und uns von unterschiedlichen negativen Informationen in jeder Art schützen. Heute erzähle ich euch, wie Sie mit Hilfe von CoralMine und H500 basische, lebendige und sauberes Wasser selber herstellen können. CoralMine ist ein Naturprodukt aus Tiefseesteinkorallen, hergestellt. Natürlich wieder nicht irgendwelche Produkte, sondern alles, was ich euch zeige, das Beste, weil ihr wisst ja schon mittlerweile, dass für mich das Beste nicht gut genug, alles muss ich selber überprüfen, das garantiere ich euch, oder Sie können natürlich alles selber überprüfen. Und hier sehen wir, wie aus einem tote Wasser, lebendige Wasser wird. Ich habe jetzt ein Wasser von Leonardo Quelle genommen und messe zuerst Redoxpotenzial. Das ist das Potenzial, die uns sagt, wie stark dieses Wasser uns von oxidativem Stress schützen kann oder selber oxidativen Stress verursachen kann. Hier liegt wir bei plus 238, was nicht so gut ist. Also diese Wasser räumt uns Energie, wenn wir die trinken. Jetzt gebe ich eine Sache von CoralMine dazu und messe es erneuert. Schauen wir, was passiert. Das ist ein spezielles ORP-Messgerät. Man sieht, dass Anzeige geht nach unten und kommt langsam im Minusbereich. Alles, was mit Minus angezeigt wird, wirkt antioxidativ, also lebendig, energiegeladen. Körper braucht keine Energie, um dieses Wasser zu verarbeiten, sondern die spendet uns sogar Energie. Das, was eigentlich jeder lebendige Mittel machen kann und muss, deswegen heißen auch unsere Lebensmittel Lebensmittel und Wasser sowieso, die muss einfach hier perfekt sein, weil das ist Grundnahrung, das was wir am meisten brauchen. Ohne Wasser können wir nur 5 Tage höchstens überleben.
Mit Coral Mine können Sie Werte um die minus 120 erreichen. Und jetzt messe ich nochmal pH-Wert von Wasser mit Coral Mine. Der liegt, wenn man sieht, im idealen Bereich um die 7,1,2. Und im Idealfall soll Wasser neutral sein, also pH 7 haben oder in leicht basischen Bereich liegen, also alles was über 7 geht. H500 wird dagegen innerlich eingenommen, aber ich habe das auch dann im Wasser getestet, weil genauso wie Coral Mine hilft H500 Wassermolekül zu zerschlagen, was normalerweise, wenn wir ein totes Wasser trinken, Körper selber machen muss, und das ist ein sehr energieaufwendiger Prozess. Viele Menschen sind da sehr sensibel und spüren das, nur verstehen nicht den Sinn dahinter. Sie trinken dann zu wenig einfach oder trinken gar nichts oder trinken was anderes, nur weil der Körper zu viel Energie verbraucht für Zerlegung von Molekülen von Wasser. Hier nehme ich nur eine Hälfte von Kapsel und erwarte Werten von ca. 250. Jetzt schauen wir, was passiert. Redoxpotenzial geht sofort nach unten und bereits schon nach wenigen Sekunden erreicht mein erwünschter Wert 250 und sogar mehr als das. Also hier geht es um Prozess, bei dem Wassermolekül gespaltet wird und entsteht Hydrogen und Hydroxidion, die Körper zur Bekämpfung von freien Radikalen nutzen, und Körper braucht keine Energie, um das selber zu machen. Und durch diesen Prozess erhöht sich auch pH-Wert von Wasser. Ich habe das auch schon getestet bei Leitungswasser und viele Wasser in den Flaschen. Fast alle weisen einen sauren pH-Wert, also der unter 7 liegt. Auch hier muss Körper normalerweise, wenn wir nichts machen, das selber regeln, seine eigene Ressource mobilisieren, viel Energie verbrauchen. Deswegen helfen Sie Ihrem Körper mit Hilfe von diesen zwei wirklich tolle Produkten. Alle Links lasse ich wie immer unten. Für heute ist das alles von mir. Abonnieren Sie meinen Kanal, damit Sie nichts verpassen. Ich wünsche euch alles Gute und bleiben Sie gesund!